Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Zelda Ocarina of Time. Am letzten Mal haben wir uns den Gerudo Pass geholt und letztes Mal sind wir durch die Gespensterwüste hindurch und sind am Wüstenkoloss angekommen, haben festgestellt, dass wir dort noch nichts ausrichten oder nichts ausrichten können als erwachsener Link. Und nun werden wir wieder durch die Zeit reisen und als junger Link diesen Ort besuchen. So. Das war's, glaube ich. Dum, dum, dum. Requiem der Geister zum Wüstenkoloss. Natürlich. Sonst hätte ich das Lied nicht gespielt. So. Trim, trim, wo geht's denn hin? Da geht's lang. Ja, als erwachsener Link gehen das die Dinge gerade mal bis zu den Knien. Als junger Link sind die Tiere halt größer wie mir. Und schnell hier hoch. Dann haben wir hier noch ein Wunderobstenbeet. Für unsere letzte Wunderobse, die wir haben. So, dann setzt sie mal rein, die Wunderobse. Hier will ich das. Und ja, was bekommt man als Junge denn sonst noch? Dekostäbe. Aber dann bitte so rum. Okay. Besuchen wir mal den Geistertempel. Einmal, zweimal hat's. Vielleicht ein paar Dekokörner wären vielleicht nicht ganz ohne. Ich fühle mich so leer mit nur 13 Dekokörnern. Magie, wer braucht schon Magie? Ja, voll Magie. So, schau an. Eine Gerudo-Wächter oder Kriegerin. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Den Tempel anschauen? Ich suche die Weißen. Oh, eigentlich nichts. Du hast nichts Besseres zu tun, du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal, du bist doch nicht etwa einer von Gandalfs Anhängern, oder? Ich hasse Ganondorf. Ach was, du bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich. Da läuft was. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas, solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudos wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Link? Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu borgen? Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Kraftenschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Ey Kleiner, denk nicht mal daran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Die Krafthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvolle Pläne durchkreuzen. Also, wie ist das? Machst du's? Na klar. Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden. Nicht wahr, Kleiner? Ja, warten wir mal an. Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Alles klar. So,
Dann kriechen wir hier mal durch. Und wir sehen schon wieder Spikes. Den weichen wir mal geschickt aus. Dann haben wir hier Feuerflatterer, die gefallen mir überhaupt nicht. Die wollen mir überhaupt nicht gefallen. Weil, wenn die uns treffen, dann meinen sie nämlich, unser Schild muss abbrennen. Boah, Link. Na, guck mal, der hat ein dummes Ding. So, danke, geht doch. Ja, die anderen. Oh, nein, nein, weg hier. Dann schmeiß ich dir halt die Bombe in den Kopf, wenn du so nicht sterben willst. Geht doch. Ja, geh weg von mir, wenn du explodierst. Das fällt dir eigentlich ein. Hier noch eine Fledermaus, hier noch eine Fledermaus. So, und jetzt gehen die Türchen hier auf. Ah, nehmen wir die linke. Was will der denn hier? Knochendritter da. Oh komm, schau mal einen Schlag ab. Aua, schlag jemand anders. Ey, wie viele Schläge der halt braucht. Ein Spielzeugschwottchen. Komm. Geh sterben. Komm, mach mich nicht. Na, bringt uns das Schild nicht mal was. Was haben wir das Ding eigentlich? Das hat eh keinen Sinn. Da. So. So, zu kurz. Müssen wir mal vorstehen. Ja, das Tierchen, das kann mich mal. Das war zu hoch. Dann eben. Das war zu tief. Dann eben so. War das zu weit hinten oder zu weit vorne? Dann schmeißt man halt mal so. Jawohl, getroffen. Und fällt hier die Brücke um. Dann haben wir eine Truhe. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, 5 Rubine. Sehr überzeugend, 5 Rubine. Sehr überzeugend. Dann. Ja, einen nicht so schönen Gegner. Den wir nur mit Feuer besiegen können. Er macht unsere Bewegungen nach. Und wir können ihn nur mit Feuer besiegen. Yep. Und. Stirb. Ja, der Schalter, mit dem würden wir nur, falls wir den Feuer von noch nicht haben, hier Feuer machen. Dann müssten wir den Geist hierher bringen. Und dann könnten wir ihn mit Hilfe. Scheiße, ich hab mein Schild verloren. Ach, scheiß drauf, er braucht ein Schild. Ach, die haben die Schatten der Kreaturen an der Decke. Die an der Decke hängen. Ja, ja, Navi. Alles wird gut. Nerv mich nicht, ich habe kein Schild mehr. Störst du mich auch nicht mehr. Komm her, du blöde Hand. Die Schläge. Gib Geld. Jo, sehr spendabel heute wieder. Diese Hände. Jo. Rüber. Gehen wir. Na toll. Ah, weg hier. Wir gehen eben jetzt hoch. Ja klar, die Skulptur, die trifft uns, aber das Symbol können wir nicht einsammeln. War ja klar.
So, dann kommt mal her, scheiß Fledermäuse. Dann will ich bitte das Cthulhu-Symbol da hinten. So. Dann seid ihr dran. Und dann haben wir hier noch zwei Fackeln zum Anzünden. Aber mit den Feuer Inferno sehr leicht. Gehen wir hier rüber. Hier ist eine Kiste erschienen. Ein kleiner Schlüssel für uns. So. Dann gehen wir hier durch. In Räumen gibt es sonst für uns nichts mehr zu holen. Und hier brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Wo habe ich den jetzt schon vergessen? Ah, genau, ich habe ja einen Schlüssel. Ah, ich dachte gerade, ich habe da hinten schon einen Schlüssel benötigt. Damit ich hierher überhaupt komme. So, hier gibt es eine Deko-Nüsse. Deko-Kanne. Das finde ich sehr nett. Hier eine Skulptula und hier eine Skulptula. Gibt es vielleicht eine Deko-Nüsse? Nein, gibt es nicht, nur einen Rubin. Aber ich glaube, hier oben gibt es noch eine goldene Skulptula. Wenn ich mich recht daran erinnere. Ja, ich höre sie, glaube ich, auch schon. Und zwar, wenn wir uns hier umdrehen. Direkt hier. Nach links. Nicht hier nach oben laufen, nach da unten schmeißen. Einmal ein bisschen Deko-Kanne sparen. Zweimal. Und das Symbol nach Hause bringen. Wie viel haben wir jetzt von denen eigentlich schon? 44. Nice, es fehlen uns noch 6 Stück bis zum Herzteil. Einmal weg. Und zweimal weg. Ach, was bist du jetzt hier? Das ist unfair, ich habe kein Schild mehr. Ich fühle mich so leer ohne Schild. Gib mir mein Schild. Danke. So, jetzt hast du mir nämlich gar nichts mehr. Manchmal muss ich mich drüber hüpfen und mich von hinten attackieren, dann habe ich ein Schild. Ah, dann haben wir hier oben noch ein Schalterchen. Seine Kiste erscheinen lässt. Und zwar sind hier Krabbelminen drin. Und ja, ich glaube, in der Kiste war. Ah, nicht mal. Oh, ein Deko-Schild. Sehr vielen Dank. War der erste Einsatz von unseren Krabbelminen. Ja, wir haben sie beim Krabbelminen-Poker oder wie sich es auch immer nennt, schon mal benutzt. Aber so haben wir sie bis jetzt noch nicht benutzt. Bam, da oben auf und die Sonne leuchtet im Licht. Damit öffnet sich die Tür. Hast du Feuer? Hast du Feuer? Kann ich mal ins Auge pingeln, das brennt. Oh. Naja. Aber mit dem Schalter machen wir oben die Tür auf. Aber das war noch nicht alles. Wir haben hier noch 2 Fackeln zum Anzünden. Die zünden wir auch noch kurz an. Ja. Und dann erscheint hier nämlich eine Kiste. Eine große Kiste. Oh, sie ist schon drin. Ich glaube, die Karte ist drin. Die Labyrinthkarte. Jawohl. Ah, die braucht eh keiner. Dann hier hoch wieder. Weil oben hat sich ja die Tür geöffnet. Aber bevor wir weitermachen, machen wir hier jetzt einen kurzen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.